60 Jahre Israel. So ein Jubiläum wurde nicht nur gefeiert, sondern auch genutzt, um zu einer Podiumsdiskussion zu laden. Herr Mohr, wir feiern den 60. Geburtstag des Staates Israel. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir den 120. Geburtstag mit einer umfassenden Friedens- und Sicherheitslösung für den Staat Israel im Nahen Osten feiern können? Die Hoffnung ist vorhanden. Das bleibt übrig, also nur die Hoffnung. Ohne Hoffnung gibt es keinen Zweck, um weiter in Israel aktiv zu sein. Was bedeutet es für Sie, als deutscher Botschafter in Israel, diesen Geburtstag zu feiern? Viel, weil Israel ist für uns wichtig, gerade für uns Deutsche, und wir freuen uns für diese Zeit und wir sind hoffnungsvoll für die Zukunft. Und es hier zu feiern in Hamburg ist besonders wichtig, weil hier spürt man, wie viel Unterstützer Israel in Deutschland hat. Das Thema heute 60 Jahre Israel, das ist trotz aller Kriege eine einzigartige Erfolgsstory. Ich begrüße, meine Damen und Herren, den deutschen Botschafter in Israel, Dr. Kindermann. Und ich begrüße Ilan Mohr, den Gesandten der israelischen Botschaft in Berlin. Ist die israelische Gesellschaft, wie Sie sie gerade schildern heute, ist sie bereit für einen Friedensprozess? Hat sie den Konflikt satt? Ist sie auch bereit, Opfer zu bringen, politischer Art? Wie ist Ihre Einschätzung? Es ist eine Bereitschaft da, Opfer zu bringen, aber es stellt sich natürlich die Frage, welche Opfer, und auch die Frage, wer die Opfer bringt. Es ist ja so, dass wir im Nahen Osten unter der wirklichen Gefahr und dem Druck leben, dass die Terroristen den Frieden im wahrsten Sinne des Wortes abschießen. Immerhin ist die israelische Gesellschaft bereit, auf dem Westjordanland zu verzichten, auf dem Gazastreifen sowieso, haben wir schon getan, um mit den Palästinensern in Frieden leben zu können. Zwei Staaten für zwei Völker, das ist die Lösung und nichts anderes. Anschließend nutzte der ein oder andere noch die Chance, um mit einem Glas Wein auf die deutsch-israelischen Beziehungen anzustoßen und um sich auszutauschen.